Hallo und herzlich willkommen am Set von Vampirschwestern 3. Es ist doch ganz egal, für uns sind wir normal, doch für die anderen sind wir verrückt. Auch wenn ich drüber bin, kriegst du mich wieder hin. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass wir wieder eine Fortsetzung machen, dass man vom Team wieder Leute sieht. Ich war auch aufgeregt, weil das hieß dann, dass wir einen neuen Regisseur haben. Also der ganze Cast, der schon bestand, mit dem war ich sehr glücklich. Das war für mich auch ein Grund, auf das Projekt zu gehen. Auf jeden Fall macht er die Aufgabe, finde ich, toll und geht mit sehr viel Kraft und Energie daran. Der hat einen sehr trockenen Humor und wie er so erzählt und Regieanweisungen gibt, macht sehr viel Spaß. Tim hat sich super gleich in die Vampirfamilie integriert, hat kräftig mitgesaugt, Blut gesaugt, wie wir alle hier. Diesmal war es ja so, dass wir viele neue Leute hatten. Antanase ist unsere Vampirkönigin. Ich bin so allen so dankbar für diese tollen Kostüme und Maske und Haare und die Zähne. Also das ist wirklich so ein Traum. Wir haben ja Fechttraining gehabt mit ihr und das hat total viel Spaß gemacht. Das ist halt großartig, dass ihr ja auch in die Dreidimensionalität gehen könnt, dadurch, dass wir halt auch noch so fliegen können. Die spektakulärste oder auch für mich spannendste Location ist das Vampirschloss. Die Vampirwelt musste komplett erfunden werden. Wir haben ganz viele Motive kombiniert. Wir waren an sehr exotischen Orten und das macht natürlich immer Spaß, an solchen Orten zu drehen. Die Stimmung hier ist sehr ausgelassen und sehr freundlich, trotz des Stresses, weil wir ja doch eben sehr großen Aufwand haben. Auch wenn ich drüber bin, kriegst du mich wieder hin, weil du genau weißt, wie ich tick. Es ist schon ein bisschen eine Familie und jetzt, wir kennen uns, wir können gut miteinander umgehen, wir vertrauen uns, wir sind vertraut im Umgang. Wenn sich alles verändert, du bleibst, wie du bist. Es ist gut. Man ist 2 Monate jeden Tag zusammen und verbringt 10 Stunden circa pro Tag miteinander. Aber das Team ist so super, es macht so viel Spaß. Es ist wirklich, ich werde die alle wahnsinnig vermissen.